Ja, guten Abend. Ja, danke schön, Barefooted, dass du mir das gesendet hast. Aber da du aktuell der Einzige bist, dem das aufgefallen ist, weil du auch der Einzige bist, der im Stream ist, ist es eigentlich egal. Und von daher denke ich mal, ist das jetzt nicht allzu wild. Aber danke für den Hinweis. So, mal sehen, ob heute wer kommt. Aktuell sieht es ja noch nicht so. Aktuell sieht es noch so, noch nicht so aus. Ich guck gerade. Na, mal gucken. Ich habe jetzt mal auf Bummeltrine. Hallöchen, hallöchen, Bummeltrine. Ich habe jetzt mal auf YouTube nach In-Game Music Soundtracks geguckt. Und da habe ich jetzt ein 6,5 Stunden Video gefunden mit 100 Videogame Music Titeln. Da sind echt viele Sachen dabei von From the Last of Us, Stalker, Mirror's Edge habe ich gesehen. No Man's Sky, alles so eine Sachen. Die lasse ich jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Hallo Rudi, grüß dich. Moin. Die lasse ich mal im Hintergrund laufen. Ich lade sie mir gerade runter. Jetzt habe ich mich glatt verschluckt. Es sind 100 Titel, 5,5 Stunden. Ich schätze mal, da kann man schön den Stream im Hintergrund ein bisschen bedudeln lassen. Und das Gute daran ist, das sind Spiele. Das ist Musik, das sind Musiktitel von Spielen und die sind halt theoretisch, dürften die keine Probleme auf Twitch machen, weil man ja eigentlich auch zum Beispiel die Musiktitel ja in den Spielen, wenn man Spiele spielt auf Twitch, abspielen lässt, wenn man versteht, was ich meine, nicht? Ja. Deswegen lasse ich es mal laufen, mal gucken. Jetzt kommt irgendwas mit Tomb Raider. Tomb Raider. Ich starte mal das Spiel, welches da heißt Vintage Story. Weil wir wollen heute mal ein bisschen noch den Keller fertig machen, den ich in der Videoreihe angefangen habe. So, Games. Vintage Story. Wo ist es denn? Da. Zack. Zack. Ich hätte es ja schon mal starten können. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob hier der Spielsound drin ist. Moment, ich schalte gleich um, wenn ich es eingestellt habe. Weil der stellt nämlich den Spielsound neuerdings immer wieder auf Default um. Das möchte ich aber nicht. Das soll Lautsprecher Soundblaster Z sein. Muss ich nochmal beenden. Das ist sehr komisch. Hummeltrine, Dankeschön. Vielen Dank für dein 9-monatiges Subscribe. Dafür kriegst du ein Ständchen. Eins, zwei, drei, vier. Hummeltrine. Nee, warte mal, jetzt wollte ich irgendwas anderes. Ich wollte eigentlich. Vielen Dank für das Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank für das Subscribe. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Vielen Dank für das Subscribe. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich soll die Gitarre spielen lernen. Dann kann ich immer mal so ein kleines Ständchen singen für euch. Warum habe ich denn keinen Spielsound? Oh, das ist aber. Kommt das an? Warte mal. Mal Musik leise. Ja, ne, dann nehme ich die Gitarre vom Kind. Es ist ja fast so groß für mich wie eine Ukulele. Kann das sein, dass der Spielsound irgendwie leise ist? Ist das zu laut oder ist das?
Ist das Menü-Sound, ist das zu laut oder zu leise? Na, ich gehe einfach mal rein. Nee, ich meine nicht die Musik, ich meine den Spiel. So die, ich bin gerade durch das Menü gescrollt. Aber na egal. Wir werden gleich sehen. Es hängt sich nämlich auch gerade das Spiel auf. Honrabius, vielen, vielen Dank. Das war beabsichtigt. Das war beabsichtigt. Ich schalte jetzt mal rum. Warte mal. Ich schalte jetzt mal auf den Spiel. Kanal. So, und jetzt muss ich aber mal gucken, weil ich habe nämlich hier... Moment. Ich habe nämlich hier... Ist das hier zu leck? Zu leck? Zu geleckt? Ich drucke nämlich was im Hintergrund. Und habe eigentlich... hier unter mir, also hier unten, soll eigentlich das Bild sein. Warte mal, ich gehe mal auf Interagieren. Da wird irgendwie das Bild ein bisschen abgeschnitten. Das ist jetzt blöd. Denn ich will nicht, dass das Bild abgeschnitten... Ich wollte eigentlich, dass man den Drucker sieht. Oder damit ich den Drucker sehe. Schade, das hat... Die ganze Zeit hat das funktioniert und jetzt ist es irgendwie so verrutscht. Ich kann aber hier auch auf Interagieren gehen. Dachte ich eigentlich, kann ich das hier so ein bisschen hochscrollen. Dann machen wir das einfach so. Warte. Ich bin gleich fertig mit rumspielen. Keine Angst. Keine Angst. Warte, ich will das hier nur mal kurz hier... Ich will das den Frame nur mal ganz kurz anpassen, dass man das, dass ich das auch sehe. Weil das Filament ist nämlich wahrscheinlich auch gleich alle. Und da muss ich das entsprechend dann nachfüllen. Sehr gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil die Musik ist jetzt gerade sehr, sehr laut geworden. Und ich muss Windows noch Bescheid geben, dass er mir natürlich... den Sound... Moment. Auf der 5. So. Gut. Windows ist da immer so ein bisschen eigen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Soundquelle auf USB-Soundkarte 6 haben, dann sagt er sich dann irgendwann, nö, ich möchte aber das anders haben. Und deswegen switch das um. Deswegen war das gerade so laut. Gut, ja, wie spät haben wir es denn hier? Es ist auf jeden Fall Zeit zum Essen. Ruckelt das der Stream irgendwie? Kann das sein? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mache mal meinen Test-Stream im Vordergrund. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Spielereien im Hintergrund offen. Ich muss auch kurz was essen. Habe ich was zu essen? Ich glaube, Brot habe ich keins mehr, oder? Ah, doch, ich habe auch was zu essen gemacht. Ich hab doch was. Ich hab doch was. Hier. Sojabohnen. Oh. Leckere Sojabohnen. Ja, ist doch gut. Ist doch gut jetzt. Ich esse doch was.
Also, ich glaube, ich habe einfach zu viele Spieler rein im Hintergrund offen. Das schafft mein Computer nicht. So. Ich drucke für die Switch-Spiele so eine Halterung, wo man die Switch-Spiele so reinstellen kann. Das ist, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, ich habe das Bild gerade nicht da. Da kann man die, es ist so ein, ja, so wie früher für CDs, wo man so CDs reinstellen kann, kann man da jetzt die Switch-Spiele reinstellen. Hat vorne so ein Nintendo Switch-Logo drauf. Gibt es auch noch das Nintendo Switch-Logo, kann man noch extra drucken. Zum Beispiel könnte man das in Rot drucken. Oder man druckt das ganze Ding in Rot und dann das Logo in Weiß. Ich drucke es ja komplett in Weiß aktuell. Und ja, da kann man ein bisschen die Spiele ein bisschen sortieren. Beziehungsweise, ja, sieht etwas ordentlicher aus. Und warum so einen Scheiß kaufen, wenn man sich einen Drucker gekauft hat und das dann da machen kann, ne? Wie das halt so immer ist. Guck mal, hier unser ganzes Fleisch ist fertig, ne? Kann ich das jetzt eigentlich hier in diesen anderen Dings reinstecken? Warte mal, wenn ich jetzt hier reingehe. Ist hier eigentlich überhaupt jemand auf dem Server online? So, mal guten Morgen gesagt. Kann ich das Fleisch mit hier reinpacken? Kann ich das stacken? Ah, das ist gut. So. Die 8 Stück können wir ja drinnen lassen. Und den Rest, den lassen wir so. Ich muss, wie gesagt, gucken, dass ich mein Filament nicht vergesse zu wechseln. Irgendwie wirft das an den Seiten Blasen. Hier so an der äußeren. Jetzt ist meine Kamera umgefallen. Ich hab's gewusst, dass mir das passiert. Denn die steht nämlich nur hier so rum. Aber ihr könnt das mal aus dem anderen Blickwinkel. Es ist hier einfach zu eng drinne. Einfach zu eng. Zu wenig Platz. Ah, so, Leute, meine lieben Freunde, wie geht's euch? Wie war denn euer Start in die Woche? Ich hoffe nicht allzu stressig. Bei mir ging's. Ich bin hier gestern und heute mal wieder mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren. Also gestern nicht auf Arbeit gefahren, gestern nur nach Hause gefahren, weil die ganze Zeit das Fahrrad dort stand. Und ja, heute wieder zurück, heute früh dann wieder auf Arbeit hingefahren und kann es sein, dass der Stream ruckelt? Also zumindest ruckelt das in meiner Vorschau. Ich guck mal, dass ich meine Stream-Vorschau vielleicht ein bisschen, Es ist etwas laggy. Das sehe ich nämlich auch. Aber es kann sein, dass es eventuell... Ja, eine Riesenkammer. Ah, geil. Ich glaube, das liegt an dem extra Bild, was ich noch mit eingefügt habe, dass das halt irgendwie so ruckelt. Kann das sein? Ich guck mal, was der Taskmanager sagt hier aktuell. Leistung? Na gut, die CPU ist halt schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Was ist denn? Na wohl. 70% CPU-Auslastung. Das geht eigentlich noch. Aber die GPU ist bei 100%. Dann machen wir Folgendes. Könnte sein, dass wir hier vielleicht etwas zu hart mit den Einstellungen sind. Wir nehmen SSAO mal raus. Vielleicht wird es da ein bisschen besser.
auf on sleep. Ich hatte es ja, glaube ich, eigentlich immer on sleep. Den V-Sync. Und hier auf 60 FPS begrenzen. Das sollte eigentlich gehen. So. Jetzt sieht es zumindest in der Vorschau etwas flüssiger aus. Ich laufe mal ein bisschen rum und ihr sagt mir mal, ob das besser ist. Sieht besser aus, ne? GPU ist jetzt auch bei 85% und das ist okay. So. Ja, SSAO ist halt, zieht ganz schön an der, zieht ganz schön an der Grafik. Das ist schon ordentlich. Ja, ich zeige euch mal, wer es noch nicht gesehen hat, meine Schmiede, die ist ja jetzt fertig. Ich habe ja das Dach jetzt fertiggestellt, letztes Wochenende, also am Freitag. Freitagabend. Habe ich 2,5 Stunden nochmal ein bisschen gespielt, oder 3 ungefähr. Und habe halt quasi das Dach fertig gemacht. Es war ja nur wirklich die eine Seite noch. Die andere hatten wir in dem Stream gemacht. Und hier jetzt die andere Seite. Das war dann nicht mehr so viel, weil ich habe halt ja die Vorlagen schon gehabt. Die habe ich einfach genommen und habe die auf der Werkbank nochmal kopiert. Und dann konnte ich die ja da einfach rübersetzen. Das ist ja dann kein Problem gewesen. Ich finde, es ist echt gut geworden, muss ich sagen. Also ich muss mich da mal selber loben, dass ich es überhaupt fertig gekriegt habe. Ist ja total klasse, ja. Und ja, der Rudi ist bestimmt auch zufrieden, dass ich jetzt hier ein Dach habe. Mr. Sunshine, hi, grüß dich. So, und ja, sieht auf jeden Fall, ich find's gut. Also ich mag das, dass das so rund ist, so schön rund geworden ist, ja. Man hätte natürlich die Feinheiten von der Rundung noch mal ein bisschen mehr rausarbeiten können, wenn man noch eine andere Pinselspitze oder Meißelspitze genommen hätte. Aber das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Gegebenenfalls kann man das ja später noch mal ein bisschen nachträglich abrunden, aber ich finde, das sieht so schon ganz cool aus, muss ich sagen. Genau. Und ich habe ja auch angefangen, hier einen Keller zu bauen. Hier hatte ich schon angefangen, eine Säule reinzumachen, weil ich dachte mir so, cool, bestimmt so eine Säule in der Mitte, die man so ein bisschen jizzeln kann, aber ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie nicht so richtigen Plan, wie ich die Säule machen soll. Keine Ahnung. Wer Lust hat, kann sich gerne an der Säule versuchen, dass die halt quasi wie so eine Art tragende Säule aussieht. Ich weiß es nicht. Habe jetzt hier auch schon den Boden reingenommen und so weiter. Silverstone, Mensch, moin, grüß dich. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hi. Was heißt hier nicht so faul? Ja, ich weiß, der Jizzlemeister, da spricht der Jizzlemeister aus dir, ne? Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich hole mir mal ein bisschen Cobblestone. Mach die Säule rund und schön. Ne, wir werden. Hier, guck mal, hier habe ich Ähnliches angefangen, ja. Hier habe ich Ähnliches angefangen. Ich werde mir mal wieder so eine kleine Vorlage machen, dass ich zumindest erstmal die Rundung rausbekomme. Ja, da ist man immer nicht da, ne? Da funktioniert nichts mehr. Da funktioniert einfach nichts mehr. Ich muss mir mal nochmal so eine Vorlage machen, dass der, dass ich dann halt quasi diese Rundung machen kann. Du hast jetzt Wochenende. Das ist ja schön. Cool. Freut mich. Aber dafür musst du wahrscheinlich am Wochenende arbeiten, ne? das freut mich natürlich noch umso mehr, dass du mich beobachtest. So, guck mal. Cobblestone. Granit-Cobblestone. Ich muss immer mal gucken, ob mein Filament alle geht. Weil ich darf den Zeitpunkt nicht verpassen, wo ich es nachschieben muss.
Bei 4 ist nämlich nicht mehr auf der Rolle drauf. Und wenn ich den Zeitpunkt verpasse, das nachzuschieben, dann habe ich eine Lücke und dann druckt der Drucker in der Luft. Und das ist Kacke. Das will ich nicht. Aber wir haben noch ein bisschen, Zeit. So, ich nehme mal jetzt hier das Cobblestone mit, weil ich, achso, warte, und wir nehmen, den Stack nehme ich noch mit. Wir brauchen zwar nicht so viel, aber, ja. Aber hey, ich habe die Schmiede endlich fertig bekommen, ja, also ich habe das Dach zumindest fertig bekommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, so sieht meine Schmiede aus. Hier in der Mitte habe ich die Feuerstelle. Da kann man schön was anbrutzeln. So, ich werde das hier nochmal wegnehmen. Ich brauche dazu erstmal meine Spitzhacke. Da werde ich die Brickstones hinsetzen. Weil ich finde, das hat dann eine gemauerte Ecke oder sowas, ne? So. Und den Rest fülle ich mit Cobblestone auf. ihr könnt mich sehr gerne regelmäßig erinnern. Kein Problem. Ich muss kurz was trinken. Ich habe nämlich heute irgendwie Frosch im Hals. Ich habe heute zu wenig getrunken, muss ich sagen. So. Das andere, das gleiche wollte ich sagen, machen wir auf der anderen Seite auch. Da mache ich auch diese Dings rein. Diese Brickstones. Du musst mal wieder Vintage Story zocken. Wo bist denn du? Hast keine Lust mehr oder bist du anders versumpft? Yay! Zum 50% habt ihr schon mal den Stream Karaoke erreicht. Wuwasch, moin, grüß dich, hi. Nein, jetzt habe ich das falsch hingesetzt. Ist die Musik zu laut? Ach, ja, stimmt, Echo, ihr spielt ja Echo. Ja, genau richtig, da hatte ich ja bei euch im Chat mal geschrieben. Dyson Sphere ist, hab ich gesehen, ist ein ziemlich gutes Spiel. Hat mich auch kurz gereizt, das mal anzuzocken. Dann kam aber irgendwie Valheim dazwischen und spiele ich halt nebenbei noch ein bisschen Valheim mit. Nicht mehr so exzessiv wie vor ein paar Tagen noch. Dyson Sphere ist Mist? Also brauche ich Dyson Sphere gar nicht anzocken, sozusagen. Gut, aber was ist dann Mist? Das Spiel ist Mist. Ja, welches Spiel ist denn jetzt Mist? Ich komme gerade nicht mit. Klär mich mal bitte auf. Nein, Wassereinbruch. Nein, nein, oh mein Gott, wir haben ein Wasserleck. Hallo, der Fußboden wird nass. Oh nein, der Fußboden, der schöne Fußboden. Oh, kann sich mal jemand drum kümmern. Inge, hol mal den Lappen. Hol mal den Wischlappen. Ach so. So meinst du das. Okay, alles klar. Weil es ein Zeitfresser ist. Okay, gut. Ja, kann ich nachvollziehen, sowas. Was ist denn hier? Warum, toll. Muss ich mir jetzt hier doch einen Lappen holen, oder was? Das war ein bisschen Fusch am Bau, auf jeden Fall, ja. Hallo, ich habe jetzt hier Wasser.
Der Chat ist immer verzögert. Der Chat ist immer verzögert. Also der Chat ist in der Regel nie zeitgleich wie das, was ich antworte oder was ihr schreibt. So. Okay, und jetzt machen wir auf der anderen Seite, machen wir das auch. Aber Echo ist cool, sagst du? Weil das hatte ich mir auch schon mal angeschaut, aber auch noch nie, noch nicht in Betracht gezogen, das mir mal zuzulegen. Ich hatte quasi bloß mal so kurze Gameplays mal gesehen. Bau gerade eine 3000 Blöcke Brücke, oh scheiße. Ja Mann, das tut mir leid. Das tut mir leid. Es gibt halt einfach zu viele gute Spiele und einfach zu wenig Zeit. So, und dann mache ich hier die Ecke auch mit den Brickstones. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Fällt erstmal die Lampe ab und kommt ja, jetzt ist hier komplett dunkel duden oder was? Moment. So, dann nehmen wir einfach die Laterne in die Hand. Die kann zum Glück nicht ausgehen. Du meinst jetzt der Chat, also quasi das, was ihr schreibt. Oh, Kerbal Space Program 2 wurde verschoben. Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist für mich neu. Das ist für mich neu. Memories of Mars sagt mir gar nichts. Was ist denn hier unten? Achso, oh, schnell zumachen. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Tut mir leid. So. Das kommt nächstes Jahr raus. Okay. Apropos Conan Exiles. Hatte ich ja mal angefangen, mit einem Österreicher zusammen Gameplay zu machen. Ist schon eine Weile her. Da kam das Spiel frisch raus. Oder da war das Spiel frisch draußen. Ja, der hatte dann aber irgendwie keinen Bock mehr so richtig. Und ist das ein bisschen im Sand verlaufen. Und seither hatte ich das auch nie wieder groß angefasst. War damals aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war echt viel, was du machen konntest. Schon alles das Bauen und das mit diesen ganzen, mit der ganzen Mystik und so weiter. Das war ziemlich cool. Das sind komische Blasen, das ist ganz, ganz komisch. Das ist zwar jetzt nicht so schlimm, weil das ein Außenrand ist, der nur zum Halten da ist, den macht man eh ab. Aber es ist komisch, dass sich da Blasen bilden, das habe ich bisher noch nie gehabt. Ich glaube, die sind alle nur noch am Zocken. Alle nur noch am Zocken. Genau wie Barefoot, ist so nur noch am Zocken, seitdem sie ihren neuen Rechner hat. Wir hätten, ach Mensch, Barefooted, wir hätten einen Livestream machen müssen oder sowas, wo wir den Rechner zusammenbauen. Ah, herrlich. Da habe ich jemanden getriggert. So, sieht der Aufgang schon mal gut aus? Keep our pistols near. Our neighbors frail and thin.
Ja, jetzt muss ausgetestet werden. Deswegen hast du extra geduscht. Ach ja, das ist, ja, nee, sowas habe ich gar nicht geplant. Also ich habe da auch gar nicht dran gedacht. Weil ich meine, zu deinem Geburtstag dann halt quasi mein Livestream zu... Naja, das wäre vielleicht auch ein bisschen blöd gewesen. Sparen für eine neue VR-Brille? Du hattest doch auch die Oculus Rift S, oder? War das nicht so? Ja, es hätte, ja, hätte bestimmt, aber jetzt ist es zu spät halt, ne? Naja, gut, ist ja eigentlich schon Facebook. Ist halt aktuell, ist es noch so, dass du noch nicht zwingend einen Facebook-Account dafür brauchst. Ja, gute Idee, wir schrauben ihn einfach auseinander, genau. Barefooted, was hältst du davon? Und danach geht er nicht mehr. Ja, ist leider so. Ist leider so. Kann man aber nicht wirklich was ändern, so richtig. So, was sagt jetzt hier? Schade, dass der mir nicht anzeigt. Warte mal, wir sind jetzt bei 32 Minuten. Wir hören jetzt... Spec Ops, was? Was? Echt? Okay. Gut, hier sind Lieder dabei, wo ich mir denke, noch nie gehört. Naja, aber ich habe, also wir haben ja nicht die Brille von Facebook gekauft. Damals war es ja noch nicht Facebook. Also, ne? Ich das Geld für eine neue Brille zusammen habe, gibt's eh schon eine neue Brille. Ja, das ist wohl richtig. Das stimmt wohl. Ja, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, muss man sich dann selbst, sich jeder für sich selbst entscheiden, ne? Warum steht der 3D-Drucker nicht im Bad? Jetzt mal eine Frage, warum sollte der im Bad stehen? Wozu? Ja, stimmt, okay, die ändern dann einfach ihre AGBs, das ist richtig. Oh. Selbst gedrucktes Toilettenpapier. Also ich... Papier, also Toilettenpapier an sich vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht könnte man ja so eine Art Schaber drucken. Dass man halt quasi nach seinem großen Geschäft sich einfach halt quasi den Hintern abschabt oder sowas. Wäre ja möglich. Ist vielleicht ein bisschen eklig, aber ist vielleicht der Kackschaber. Genau. Der Kackschaber. Ehrlich, ein sehr gutes. Ja, das lasse ich mir patentieren. Den Kackerschaber. Oh, ehrlich. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Oh, weia. Der Stream ist ab 18, ja, also. Also alles gut. So, wisst ihr was wir machen? Wir könnten mal ein bisschen. weiß ich auch nicht. Ich wollte das jetzt einfach halt nur mal sagen. Wir können mal Folgendes machen. Wir können ein bisschen was kochen. Und zwar, wir haben ja noch jede Menge Beeren, also müssten noch jede Menge Beeren dran sein. Habe ich noch Platz? Vielleicht kann man ja... Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau unter meine Videos geschrieben hat. Hat mir empfohlen, Getreide und Beeren zu kochen.
So ein Porridge ist, müsste das doch sein, oder? Bummelträne, du hattest das doch immer gekocht, glaube ich, sowas. Hat jemand die Dings gesehen? Hat jemand, warte. Wie heißt es denn? Demolition Man mit Sylvester Stallone. Da ging es da auch um dieses Thema. um jetzt einfach nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Mit diesen drei Muscheln, wo die den auslachen und sagen, ja, er weiß nicht, wie er die drei Muscheln benutzt. Vielleicht druck ich halt einfach bloß ein paar, also einfach mal drei Muscheln und leg die bei uns ins Bad. So als Gag. Ah, herrlich. Nee, das ist, ich glaube, das ist einfach nur so ein Gag. Das war, glaube ich, einfach nur so ein Gag in dem Film. Der hat sich wahrscheinlich keiner groß Gedanken drüber gemacht, was die Muscheln für eine Funktion haben sollen. Die sollten wahrscheinlich einfach nur dafür da sein, um halt quasi den Zuschauer, die dumm dastehen zu lassen und zu fragen, hä, was für drei Muscheln? Was, hä? und dass die halt quasi einen Aufhänger hatten, um halt quasi diese Unwissenheit von ihm halt nochmal etwas zu stärker darzustellen. Weil der Wesley Snipes, ja, der war ja auch mit eingefroren und der ist ja aufgewacht und konnte plötzlich alles. Der konnte die Computer hacken, kannte sich mit den ganzen Waffen aus und so weiter, ne? Und Sylvester Stallone, der konnte halt gar nichts. Der wusste nicht mal, was die drei Muscheln bedeuten. herrlich. So, Getreide brauchte ich mal. Dafür kann ich ja Folgendes machen. Ich habe ja hier, glaube ich... Warte mal. Das ist schon wieder vergammelt. Moment. Ja, früher, also vielleicht, ja, irgendwie so, ne? Da gab es auch irgendwie kein Toilettenpapier. Ganz, ganz früher im Mittelalter gab es sowas auch nicht. Da haben sie es halt einfach nicht genutzt. Das kann natürlich auch sein, dass das die Fantasie überlassen werden soll, quasi, was man mit diesen Muscheln macht. Du meinst so eine Art BD? Oh, die Durability ist auf 1. Ich glaube, wir machen uns mal eine neue Sense. Ich habe noch einen Sensenkopf von dem Tarquinius, glaube ich, in der Kiste. Ja, tatsächlich, da hat er noch was. So. Dann gucken wir mal, dass wir die jetzt noch kaputt machen. Ich habe übrigens endlich Cabbages gefunden. Seht ihr da? Dankeschön für dieses Putti-Poo. Vielen, vielen Dank. Danke, Barefooted. Dankeschön. Das war der Sound war super. Und der war klasse. Ich habe bei Echo unser Schlafzimmer im Wasser gebaut und jetzt schwimmen bei uns Haie vor den Fenstern. Das ist ja mega. Das ist ja geil. Das geht? Ach krass. Du kannst ja mal ein paar Screenshots machen, wenn du Bock hast und das mal teilen. Das würde mich mal interessieren. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Warte mal, ich muss mal ganz kurz...
muss mal ganz kurz was wegräumen. Pass mal auf. Den Hammer kommt, der Hammer kommt hier hin. Die Säge kommt wieder rüber. Ja, das wäre cool. Ich soll mal nach dem Papier gucken. Du meinst nach dem Filament? Sieht man das? Ja. Viel ist nicht mehr drauf, aber es, das langt noch. Ein bisschen werde ich es noch laufen lassen und dann werde ich es abschneiden und nachstopfen. Ah, ich könnte ja für den Drucker einen eigenen Twitch-Kanal einrichten. Der kann ja dann 24/7, wenn er druckt, kann er ja streamen. Brauche ich ja bloß die Webcam dazu und den Laptop. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, sogar eine Twitch-Plugin für den Print-Server, den ich hier im Raspberry Pi drin habe. So, das sollte jetzt reichen, oder? Bekomme ich jetzt aus den Cabbage eigentlich auch diese... Ach nee, ich kriege ja keine Samen raus aus den Cabbage, schade. Das ist ja doof. Bekomme ich da wenigstens einen mehr raus oder sowas? Nee. Hä? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da kam gar kein Cabbage raus. Ich habe nur die Dings bekommen. Nur die Samen. Ist ja gemein. Ganz selten kommt ein Samen mehr raus. Okay. Ja, schade. Weil ich dachte ja, dass man aus den Cabbage vielleicht auch den Samen rausbekommt. Wie hier zum Beispiel bei den Ray Seeds, ne? Dass man das ein bisschen vermehren kann, aber... Ich habe jetzt 6 Cabbages angebaut? Und habe nur 3 Cabbages rausbekommen? Das ist jetzt schon ein bisschen arg wenig. Das lohnt sich gar nicht, das einzulegen. Also bei mir im Stream, also in meinem Teststream, hängt das Bild nicht. Da läuft's. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal hier Folgendes. Ich packe erstmal die Sense wieder weg. Und nein, falsch. Ich brauche den Topf. Ah, hier steht ja schon einer. Ich will mal gucken, was man da machen kann. Es gibt ja über 9000 Rezepte. Es gibt ja über 9000 Rezepte. Da kann man sich schon mal ein bisschen, da kann man schon mal ein bisschen was ausprobieren, sage ich jetzt mal. Was ich cool finden würde, wenn hier dastehen würde, wie hoch die Sättigung ist für dem, was man sich hier zusammenrührt. Das sieht man ja dann erst im Endeffekt, ne? Ich weiß halt nicht, das müsste ich vielleicht nochmal gucken, ob man das einfach zusammenrechnet. Zum Beispiel hier 60 Sättigung und 80 Sättigung, ne? Dass das halt einfach zusammengerechnet wird und dann halt das Endergebnis ergibt. Okay, cool. Dankeschön. Ich gucke gleich mal. Ich will erstmal hier fix noch was kochen. Bei Echo war es ja so, dass man das ökologische Gleichgewicht irgendwie beibehalten muss, ne? Irgendwie so war das doch. Kann es sein? So, Prost. Was? Es gibt Kran und Backer. Das ist ja geil. Warte mal, ich brauche mal hier ein bisschen, Och, ich habe hier schon wieder keinen Platz. Warte mal.
So. Ja, den Meteor habe ich aber nicht, den habe keine Zeit. Okay. So, jetzt kocht das alles. In der Zeit bringe ich mal die Samen nach oben. Ich hatte ja hier, glaube ich, die N-Sachen benutzt. Und das war ja auch N, genau. Da haben wir nochmal ein bisschen was N-Niges. Ach so, das waren zwei verschiedene Sachen. Ray und, nee. Okay, gut, doch nicht. Hä? Ray Seeds und Spelt Seeds. Okay, da habe ich das jetzt scheinbar schon verbraucht. Naja, nicht so schlimm. Okay, das heißt, du musst dir die Ressourcen für die anderen fünf mit organisieren, oder was? So viel Holz, was ich hier noch habe. Man teilt sich rein. Achso, wie ihr das quasi auch in Vintage Story gemacht habt. Dass jeder so sein Ding hatte, was er durchzieht. Ja, genau, richtig. Genau. Wie bei Vintage Story. Ist ja auch die vernünftige Lösung. So. Ah. Ah, den Bagger und Bulldozer. Okay, krass. Da wird die Welt geplättet. Okay, da wird die Erde dann eine Scheibe. So, guck mal, das ist fertig. Wir müssen die dann noch. Seht ihr das? 480 Sättigung und 242 Sättigung Früchte. Hm. Wird scheinbar doch nicht so zusammengerechnet, wie ich dachte. Wir müssen die dann auf jeden Fall noch verschließen, dass die, da hinten, guck mal, da hinten habe ich ein Dings vergessen zuzumachen. Ich nehme erstmal das Peat raus, damit das nicht alles verbrennt. Wir hätten uns mal noch ein paar. Ach nee, okay, gut, das hält, das reicht. Das reicht. Ein Pflügtraktor, das ist ja geil. Also richtig dann auch Landwirtschaft betreiben oder was? Kraftopia. Ja, das ist so hart, ne? Es gibt so viele Survival Games, die man ausprobieren kann, ne? Das ist schon hart. So, da haben wir die verschlossen. Da kann man die runterpacken. Ich glaube, dass ich beim letzten Mal, als ich gekocht habe, vergessen habe, die Töpfe zu verschließen. Und deswegen war das dann halt auch so schnell wieder, im Eimer, sage ich jetzt mal. Ich will mal jetzt kurz was austesten. Wenn ich das hier reinstelle in die Wessel. Steht nicht da, wie lange das noch hält. Ja, und dann gibt es immer diese, genau richtig, dann gibt es immer diese Steam-Angebote, das stimmt. Immer diese Steam-Events. Unglaublich. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viel. Warum steht denn das nicht da? Ich glaube, dass wir müssen einfach mal noch ein bisschen warten.
Aber hier steht es ja da, dass es 9,6 Jahre hält. Ist das Fleisch, wenn wir hier noch zumachen? 9,6, okay, gut, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Evo Space sagt mir gar nichts. Evo Space, das sagt mir irgendwie nichts. So, ich muss nochmal ganz kurz nach dem Drucker gucken, kleinen Moment. Er druckt auf jeden Fall schon das Inlay und Filament reicht noch ein bisschen. Ich kenne die ganzen guten Spiele nicht. Ja, da schließe ich mich dir an. Ich kenne echt viele Sachen nicht. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Segen, dass ich es nicht kenne. Weil dann müsste ich meinen Job kündigen und nur noch spielen. Puddel 3 Klumpen, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. Satisfactory, okay, das habe ich gespielt. Da habe ich, glaube ich, 3 Folgen sogar aufgenommen. Das wurde mir dann aber doch zu viel. Also das war echt, oh, das ist ja wie Factorio, ne? Nur halt in 3D. Aber das ist mir dann zu krass mit den ganzen Sachen, die man da verbinden kann und so weiter. Ich war mal auf einer Welt drauf von einem Kumpel, der das auch gesuchtet hat. Und meine Fresse, hat der da gesagt, oh, ich dachte mir, oh, das gibt's doch gar nicht, was der da für Sachen gebaut hat. So riesengroße Anlagen und oh. Da würde ich irgendwann auch gar nicht mehr durchblicken, so richtig. Ich habe hier schon manchmal das Problem, bei Vintage Story durchzublicken, was ich als nächstes machen muss und so weiter, ja. Und dann das? Oh, nee. Das wär mir dann doch etwas zu hart. Aber naja, jeden das Seine, ne? Thema hatten wir ja vorhin schon. Nein, jetzt reichen die Bären nicht. Aber wir nehmen mal andere. Wir holen mal noch welche. Wir haben ja noch ein paar. Was haben wir denn jetzt aktuell? Was läuft denn hier? Ah, Skyrim. Skyrim läuft im Hintergrund. Bei dir reicht der Mühlenantrieb. Okay, da bist du schon überfordert. Naja. Ich brauche, ganz ehrlich gesagt, ich brauche in diese mechanischen Sachen auch immer übelst lange, um mich reinzuarbeiten. Ich bin da auch nicht so fit drinne, sage ich jetzt mal. Na doch, das Transportsystem habe ich ja bei dir schon mal gesehen. Das hat es mir, glaube ich, schon mal gezeigt, das unter dem Feld, ne? Unter dem Feld, wo halt quasi die Sachen dann halt hin und her gehen. Ich glaube, das hatte ich bei dir schon gesehen. So, ist das noch heiß genug, dass es wieder anfängt zu brennen, tatsächlich? Ich habe mich gerade gewundert, dass das plötzlich noch, oh, hier reicht es nicht mehr aus. Hier reicht es nicht mehr aus. So, ich nehme mal mein Streichholz. Ach so, du meinst Bummeltrainer. Ah, okay, alles klar. Zwei Wochen dran gebaut. Inklusive der Sachen craften oder die reine Tüftelzeit. Was mache ich jetzt mit den Cabbage? Kann ich die essen? Ja, kann ich essen, aber ich habe bloß 3 Stück. Ah, ich esse jetzt die 3 Dinger. Jetzt einlegen oder was kochen, das bringt jetzt nichts bei diesen 3 Dingern. Ah, 2 Wochen tüfteln. Eieieiei. Das ist schon krass. Aber ich glaube, ich war ja bei einem Stream oder so, war ich ja mal bei dir auf dem Server und da hatten wir uns das ja, glaube ich, alles angeguckt gehabt. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, wie viele Töpfe ich jetzt brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Töpfe muss ich mit nach oben nehmen. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6. Kupfer hat man ja ohne Ende, ja, das stimmt. Die findest du ja wirklich sehr, sehr viel. Die ganzen Rohre, ja, ja, das war schon hart, ne? Das war schon echt krass. Das ist richtig. So, das ist fertig. Essen fassen. Essen ist fertig. So, zack. 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 Ja, geht ja schnell, ne? Jetzt machen wir noch die Töpfe zu und dann haben wir sie wieder runter. Achso, selbst Tyron hat gestaunt. Der hat sich. Achso, hast du Screenshots gepostet oder sowas? Oder war er bei euch auf dem Server? Naja, ich weiß nicht, so viel Neues gab es, glaube ich, jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, seit welchem Update du nicht mehr gespielt hast. Zur Not guckst du dir einfach mein Update-Video an, hä? Ha? Zwinker, Zwinker. Eigenwerbung. Ich bin ja mal gespannt, wann das nächste Update kommt. Ich habe schon wieder voll Bock drauf, ein Update-Video dazu zu machen. Und auszuprobieren, was es so Neues gibt, ne? Zwinky, Zwonky. So, pass auf, jetzt packe ich hier das auch mit rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. 1,1 Jahre. 1,1 Jahre. Jetzt können wir das mal testen. Hier draußen auch 1,1 Jahre. Achso, warte mal. Müssen wir die Tür vielleicht noch zumachen. Okay, gut. 1,1 ist vielleicht... Und hier drinnen, in dieser Hütte? Wieso hält das... Was? What? Jetzt mal im Ernst. Warum hält das Essen hier ein Jahr? Und in dem Raum, wo es kleiner ist, eigentlich, hält das nur 49 Tage? Was ist denn jetzt hier anders? Kann das sein, dass das hier dieser Block hier beeinflusst? Weil der kein Stein oder keine Erde ist? Das wäre ja der Hammer. Oh Mann, man juckt die Nase. Warte, ich muss mal ganz kurz. Ich muss das mal ganz kurz hier rausbauen. Dankeschön für den Hinweis. Ich guck gleich wegen dem Dings. Ne, 49 Tage. Hm, komisch. Ach, dein Wolkenschloss, das hast du, glaube ich, mal was erwähnt, dass du das machen willst, ja. Das wird auch so eine große Aktion wieder. Ach, du hast einen neuen Blauplan gezeichnet. Cool. Das wird noch größer, okay, krass. Aber jetzt sagt mir doch mal, Leute, warum ist denn hier die Banane krumm? Wo ist jetzt das Regal hin, was ich abgebaut habe? Achso, das ist dahinter. Ich komme nicht ran. Och. Och, hier ist kein Platz. Schiete.
Aber eine Erklärung, warum es jetzt hier nur 49 Tage hält und da drüben... Das check ich nicht. Warum hält das hier drüben ein Jahr und eins? Und da auf der anderen Seite nur über einen knappen Monat? Verstehe ich nicht. Der Raum ist hier sogar größer. Ups. Und hier hatte ich auch die Tür zugehabt. Der ist kleiner, der Raum. Oder habe ich hier irgendwas Gejizzeltes? Kann das sein? Nee, hier ist auch. Cobblestone. Liegt das vielleicht an dem Stein hier unten? Nee, eigentlich nicht, ne? Hofft, der Server hält das aus. Ja, na, ich weiß, das war ja meine erste Speisekammer. Ja, das ist komisch. Dann packe ich mein Essen halt alles hier rüber. Oder? Wenn das halt so zicken macht, dann werde ich die Wessel hier rüberstellen erstmal. Die stelle ich hier hin. Und dann können wir auch gleich nochmal... Wir haben ja hier noch irgendwo Dings drinne. Hier hält es ein Jahr. 3,4 Jahre. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum... warum das halt... Warum das immer verdirbt. Ja, Meinst du, dass es zu klein ist? Weil ich glaube, Keller zählt ja ab ein Block bis 5x5 Blöcke. Irgendwie so war das doch. Genau, zu klein denke ich nämlich geht auch nicht. Du hast 2x1. Okay, gut. Achso, warte mal, ich wollte mal schauen. Hier habe ich 9,6 Jahre, wenn ich es in die Wessel packe. 9,6. Okay, gut. Macht keinen Unterschied. Kann ich hier in der Tonne lassen. Sieht schöner aus. Vielleicht bauen wir das hier einfach dann nochmal um. Vielleicht ergibt sich das dann halt irgendwann. Dass wir da einen Fehler finden oder so. Kann ich ja nicht sagen, ne? Hi, Rudi. Willkommen zurück. So, hier, 3,5 Jahre. Rudi, Prost! Dankeschön! Danke für deine Wasserspende. Okay, das ist bei dir auch. Okay, gut. Dann brauche ich mal keine Sorgen machen. Dann scheint das halt irgendwie vom Spiel her zu sein. So, ich muss ganz kurz nach dem Filament gucken. Wer war da? Achso, bei dem Inhalt der Räume meinst du also, was halt drinnen steht, wegen Holzregal und so. Okay. Ich könnte dir mal ein Holzregal rüberstellen und dann könnten wir es ja mal ausprobieren. Drei Ringe habe ich noch. Ich glaube, bis ein lasse ich mal noch runter, weil, ja, mal gucken. Wir schauen. Ich habe jetzt hier noch 13 Beeren. Ja, theoretisch sollten die, es steht ja auch da, 1,1, ne? Stored Feed... Paris Speed. Meinst du nicht? Nee. Weil ich dachte eigentlich, dass gerade halt so Sachen... Kann man eigentlich Beeren hier reinlegen? Nee, das geht nicht. Ach so, eine Stunde Haltbarkeit, huh. Okay. Na gut, das könnte man... Man kann es ja ausprobieren. Warte mal, wir können ja das Regal jetzt hier mal wegnehmen. Das hier. Das nehmen wir jetzt einfach mal rüber.
Wenn ich das jetzt hier hinstelle, 0,26. 1 Jahr. 1 Jahr. Okay, gut. Nee. Regal ändert halt nichts daran. 1 Jahr. Auch so generell von dem Inhalt her nicht. Warte mal, wenn ich das Regal jetzt wegbaue. The door on the outside of the room. Ah, you mean this one here? I can try to change this. Where's my pickaxe here? Tarquinius! Prost! Hi! Okay, now the door is inside. I take a croc and check this in, now. Oh, sorry, my English is not yellow from the egg. No, it's still 94 days. No problem. I understand to read the English, but my English to speak is not the best. Maybe I build a new one of the cellar. I can demolish this and then I make this in the same size, similar this cellar, and I hope it's the same. same pre-shavel settings. Alles kaputt. Ich mache alles kaputt. Kaputt macht er das. Aber erstmal bringen wir den ganzen Gisel mal rüber. Da ist nichts mehr drin. Ich glaube, wir haben ja auch genug von diesen. So, was ist denn das jetzt? Was hören wir denn jetzt hier gerade? Oh, hier, guck mal, jetzt habe ich jetzt die Musik von Mirror's Edge. Hat das wer gespielt? Mirror's Edge? Das war ziemlich cool. Das war so mein erstes. Wie nennt sich sowas? So ein erstes Plattformer? Nee, nicht Plattformer, so ein, es gibt's doch, es gibt auch so eine Sportart, die so heißt, wo man halt über so Wände springt, hochklettert und so weiter. Ah, ich komme nicht drauf. Du hast heute Abend gebummelt. Okay, warte mal. Dann, gucke ich mal, dass ich das, das Bild mal, ich bin mir gerade nicht sicher. Abbrechen, warte. Moment, Bildschirmaufnahme.
Moment, ich muss kurz das, oh Mann. Ich muss kurz das, das Bild mal ein bisschen größer machen. Das, was ihr drüber seht. So, genau. Dann machen wir mal Discord nach vorne. So, ja, für die, die jetzt das noch nicht, die vorhin bei dem Thema noch nicht mit dabei gewesen sind, der Silverstone spielt das Spiel Echo und hat ein Schlafzimmer gebaut im Wasser und da schwimmen jetzt quasi die Haie drumherum. Und ich habe gesagt, da soll man einen Screenshot rüberschicken, weil ich habe es noch selber nicht gespielt und weiß halt nicht so genau, wie es aussehen könnte. Und ja, das ist der Screenshot dazu, sieht halt jetzt so aus. Das ist ja mega. Oh, das sieht toll aus. Mit dem ganzen Wasser und so. Echt cool. Das, also ich sehe, was ich schon mal sehe, sehr, sehr viele Zahlen und alles. Das sieht ziemlich kompliziert aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das sieht ein wenig kompliziert aus. So, warte mal, wir haben hier, glaube ich, hier ist noch Fleisch drinne. Die Sojabohnen. Ah, die Brühe, die, warte mal, wir nehmen das hier weg und dann können wir das hier hinstellen. Und die anderen, die können wir erstmal so einsammeln. Ich darf bloß nicht das Honigfass zerdeppern. Das, das wäre fatal. Das Honigfass muss ich rübertragen. Da setze ich mal die Lampe, die setze ich hier hin. So, nichts ausschwappern. Alles klar, viel Spaß beim Lurken. Du kleiner Lurker, vielen Dank fürs Reinschauen. Und dir noch einen guten Hunger. So. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir können ja schon mal anfangen, hier das abzuhacken. Aber sehr, sehr viel Zeug, was hier noch hinterherfällt. Wo ist denn meine Schaufel? Warum du heute keine Vernis sammelst? Keine Ahnung. Ich habe nichts ausgestellt. Warte, ich gucke mal. Aber eigentlich... Oh, eigentlich beginnt immer eine Lüge, ne? Ich gehe mal ins Creator-Dashboard. So, Zuschauerbelohnung, Kanalpunkte. Kanalpunkte sind aktiviert. Sind aktiviert. Ja. Da steht's. Da steht's. Der Rechner, was Barefooted gekriegt hat, ist ein. Da ist ein Phantom drin. Der 3600er. Mit 16 GB RAM. Und ich hatte gebraucht, hatte ich eine Dings gefunden, eine 1016, 1060, 1016, 1060, eine GeForce, die reicht für die aktuell, also reicht für die
reicht halt fürs Midrange-Zocken auf jeden Fall noch aus. Ja, aber warum du jetzt keine Dings bekommst, keine Julis, das verstehe ich leider auch nicht. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Für dich. Nee, keine 60 Ti. Die normale 1060, die damals halt rauskam. Die Ti, die kam ja viel später raus. Die 1060 Ti. Habe ich hier drüben eigentlich den auch höher? Nee, ist auch in der gleichen Höhe, ne? Ja. So, ich muss nochmal kurz nach dem Filament gucken. Gleich wieder da. Also viel ist es nicht mehr. Ich hab's nur noch hier. Die neue Rolle habe ich auch schon da. Die kann ich ja theoretisch schon mal aufmachen. Ja, das Board, das ist ein ASRock gewesen mit B550 Chipsatz. Das Gute daran ist, der Chipsatz unterstützt auch schon die Gen 4 PCI Grafikkarten. Also das heißt PCI, ja, Gen 4 Schnittstellen. Da habe ich extra drauf geachtet, dass der halt quasi dann für später nochmal ein bisschen zukunftssicherer ist. Ist zwar jetzt kein High-End-Superboard, aber eines der wenigen günstigen Boards, die halt diesen aktuellen Chipsatz drauf haben, den B550, der halt quasi schon diese Next-Gen unterstützt. Ich muss noch kurz das Filament schon mal abschneiden. Und die, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, und das hat auch zwei M2-Slots. Also du kannst halt zwei M2-SSDs reinpacken. Ich habe jetzt aktuell eine verbaut. Eine mit einer... Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Doch, XPC war das. Auf jeden Fall eine M2 mit PCI-Anbindung. Keine SATA-Anbindung, sondern PCI. Das Gute ist halt, dass die halt extrem schnell ist. 3.2 beim Lesen und 2.2 irgendwie beim Schreiben. Also Gigabyte pro Sekunde. Ist schon verdammt schnell. Habe ich nämlich auch drin, ist super, gefällt mir. Und... Habe ich ja mit gegönnt, sag ich mal. Und dann kommt System drauf und dann noch eine 512 SSD, die ich gebraucht noch hier hatte. Die habe ich mit reingebaut für die Steam-Bibliothek, sag ich jetzt mal. So, Battlefield 1942 Soundtrack. Wer kennt's noch? Ist vielleicht ein bisschen zu laut, ja? Ach Mensch, das weckt LAN-Erinnerungen. Battlefield 1942 Soundtrack. Meine Güte. Das waren Zeiten. Sag ich euch. Was wir da in LAN-Partys gemacht haben. Bei dem Spiel. Ja, war sogar am letzten Donnerstag auch schon mit dabei. Und Jacke war letzte Woche auch wieder mit dabei gewesen.
Ach, jetzt habe ich die wieder falsch gesetzt. So, okay, gut. Jetzt mache ich, ich weiß bloß nicht, wo ich die ganzen Dinger hinpacken soll. Ich hole mir mal eine Kiste. Ich hole mir mal fix noch eine Kiste. So zum Zwischenlagern für das Zeug, was ich jetzt dort habe. Dass mir das nicht das ganze Inventar zumüllt. Und deswegen stelle ich die erstmal hier hin. Ich baue das Regal komplett ab. Da landet nämlich sowieso sofort alles im Inventar. Ja, nicht so schlimm, Bummeltrine. Dann bist du einfach diesen Donnerstag mit dabei. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch total gemütlich. Und abgesehen davon auch wichtiger als so ein Spiel. So, wie viele Blöcke habe ich denn das jetzt breit gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. Tür zu. 1, 2, 3. Also noch zweimal. Noch zwei breit machen. Ja, genau. Wir haben natürlich hier drüber Wasser, ne? Ist ja klar. Das wissen wir ja schon. Da hat der Planer nicht aufgepasst. Hat es halt quasi etwas zu niedrig unter den Meeresspiegel gebaut. Ich mache erstmal die unteren weg. Was muss ich sagen? Ja, ist immer noch Push. Generell pushe ich immer. Immer. Aber normalerweise seht ihr das ja nicht, weil ich es ja dann zubaue. Aber bei solchen Momenten, ja, dann kommt der Push am Bau halt wieder zum Vorschein, ne? So, hier ist... Ah, doch, da ist noch Wasser. So, okay, gut. Wie viel Cobblestone haben wir denn jetzt noch hier? 64, okay, gut. Dann gehe ich hier nochmal drum rum und mach mal dieser ganze... Ja, das nervt mich dann halt auch, dieser ganze Gravel, der hier runterkommt. Aber auf so eine schöne LAN-Party hätte ich auch schon mal wieder Bock. Das wäre cool. Das könnte man dann auch streamen. So richtig den Raum mit reinstreamen und alles. Wo die ganzen Leute sind. Ah, das ist schon lange her. Also meine kleine... Ich hatte ja mal in meiner alten Wohnung, hatte ich ja mal eine Mini-LAN gemacht mit ein paar Freunden. War halt wirklich nur ein paar Leutchens da. Und die letzte größere ist schon mehrere Jahre her. Alle mit Red Bull und Curry King, genau richtig. Ja, bei uns, also hatten wir damals, also zu meiner LAN-Zeit gab's das schon, zwar, aber es war nicht so der, es war nicht so das, was halt immer vorrätig da war. Es war halt in der Regel immer
immer jede Menge Bier da. Es war jede Menge Bier da. Das gute Sternburg Export. Oder halt Sternburg Pilz. Und Bockwürstchen. Es gab immer Bockwürstchen. Und, und Bratwürstchen. Also wir hatten halt so einen, kennt ihr diese Wurst-Warmhalte-Dinger aus Glas, wo die Würstchen drin sind? Da waren halt immer übelst viele Bockwürstchen reingestopft. Und dann haben wir immer gegrillt und da gab es immer Bratwürstchen. Die Speisen auf dem Tisch bei Walheim sind nur Zierde. Achso, ich habe, das habe ich gesehen. Ich hatte mal bei dir in dein Haus reingeschnarcht, weil ich mal gucken wollte, wie du dich eingerichtet hast. Übrigens, sieht echt super aus bei dir. Und da habe ich mir auch gedacht, so, das ist ja eine coole Idee. Ja, Filme an der Wand. Bei uns lief immer der Porno. Herren der Ringe. rückblickend ist das schon ein bisschen komisch, weil es ein Raum voller Kerle und dann läuft da auf dem Beamer ein Porno über Herren. Nee. es waren verrückte Zeiten. So, jetzt ist der Raum theoretisch genauso wie da drüben. Oh, das Lied, was jetzt im Hintergrund kommt, das ist von Ori. Ori, The Blind Forest. Habe ich auch gespielt. Leider nicht komplett durch, weil das hat mich verrückt gemacht. Aber ein sehr, sehr schönes Spiel. Wem das nichts sagt, kann gerne mal bei mir auf dem Kanal gucken. Ori and the Blind Forest. Und sich das einfach mal anschauen. Oh, das ist so ein schönes Spiel. Der Soundtrack, der ist toll. Die Grafik ist toll. Ach, alles toll. Nur das Spiel ist halt sehr schwierig. Sehr schwer. So. Ich habe den Raum jetzt genauso gebaut wie da drüben. Und naja, wir sind immer noch bei 49,1 Tagen. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich nutze das als Lager für irgendwas anderes. Jetzt die Nahrungsmittel hier reinzupacken, ist vielleicht dann blöd. Sie hat bis eben zugesehen. Okay, gut, ja, das stimmt. Ja. Ach so, okay. Das Spiel leckt dann bei euch beiden? Das ist natürlich blöd. Das ist schade. Das heißt, ihr könnt immer nur einzeln auf dem Valheim-Server spielen? Das ist ja komisch. Also ich weiß, dass das Spiel halt anfängt zu lecken, wenn halt sehr, sehr viele Spieler auf einem kleinen Platz sind. Auf einem Platz halt, ne? Wie zum Beispiel bei uns im Dorf. Gottkaiser, hi, guten Abend, grüß dich. Bei uns im Dorf. Weil dann das Rendern und der Netcode nicht so hinterherkommt. Ich muss sagen, es hat sich verbessert seit dem letzten Update. Aber das ist halt quasi dann so passiert. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Eco-PLA. Also was mich wundert, mein Filament war ja alle, ne? Mein Filament war ja alle. Deswegen habe ich eine neue Rolle Filament bestellt. Und die haben mir eine Probe, so ein kleines Probenpäckchen, kann man so auch noch kaufen für 2,50 oder sowas. Weißes PLA wieder mit dazugepackt. Ich habe geguckt, es ist genau das gleiche PLA. Wieso packe ich ein Probenpäckchen für das PLA hier rein, was ich ja sowieso gekauft habe? Wieso macht man kein PLA von einer anderen Farbe zum Beispiel?
um zu sagen, okay, guck mal hier, wir haben noch dieses PLA oder dieses Filament und jenes Filament, probier das doch mal aus. Es ergibt doch keinen Sinn, das gleiche Filament nochmal reinzupacken. Ja, der 3D-Drucker. Hier unten. Da unten läuft der 3D-Drucker gerade. Ich muss immer nochmal nachgucken, weil das Filament gleich alle ist. Ich muss es dann demnächst nachstopfen. Ja, ich werde einen scharf formulierten Beschwerdebrief schreiben. Ja. Das, und dann werden sie aber mal mich kennenlernen, sage ich jetzt mal. Weil es zu lang auf Lager ist. Leider sieht man nicht den das Abpackdatum. Weil das ist tatsächlich wichtig. Weil wenn das Filament Feuchtigkeit zieht, ist es schwieriger zu drucken. Oh, jetzt guck mal hier. Jetzt könnte ich mal was essen. Ich bediene mich mal an meinem Essen da unten. Macht ihr auch so bei Zeug mit Batterien? Na geil. Da wissen eure Kunden ja, woran sie bei euch sind, ja? Achso, ihr wollt die Daten vergleichen vom Spiel sozusagen. Okay. Also von den Einstellungen sozusagen. Naja, die, also, an den Ping-Zeiten wird es vielleicht gar nicht so liegen, weil das Spiel verbraucht so gut wie ganz wenig Netzwerk-Traffic. Und Barefooted und ich spielen ja auch zur gleichen Zeit aus demselben Netzwerk heraus. Und wir hatten jetzt noch nicht das Problem. Also, ganz schwierig zu lokalisieren, wo das herkommt, das Problem, ne? Gottgeiser, das ist eigentlich mein... pass auf. Ich habe vorhin, festgestellt, dass hier in diesem Keller... Ich habe ja hier links, also wenn du runterkommst, habe ich ja links und rechts die zwei Keller, ne? Dass in diesem Keller die Sachen viel, also deutlich länger haltbarer sind als in dem anderen Keller drüben. Hier zum Beispiel bei diesem Croc habe ich eine Haltbarkeit von 1,1 Jahren. 1,1 Jahren, ne? Und wenn ich hier rübergehe und den Keller und dahin stelle, habe ich alles nur 49,4 Tage. Das ist ganz komisch. Das war ja eigentlich erst der kleine Keller und ich dachte, es liegt eventuell an der Größe, beziehungsweise gab es ein paar Vorschläge, dass es eventuell an der Größe liegt. Ich habe erst gedacht, es sind vielleicht so andere verbaute Materialien, die hier mit drin sind und so weiter. Deswegen habe ich den jetzt fast genauso gebaut wie hier drüben. Halt Cobblestone und naja, ich habe hier keine Dingsdecke. Das ist ein Bug seit 14.7. Okay, gut. Brauche ich mich quasi nicht weiter drum kümmern. Ach, ist das Kacke. Jetzt, und deswegen ich hatte halt versucht, den Raum halt jetzt genauso identisch zu bauen, ja. Wie hier drüben. Und naja. Das war dann leider nicht so der Fall. So, was haben wir denn jetzt hier? Was läuft denn jetzt im Hintergrund? 1 Stunde 34. Ich muss mal kurz gucken. Oh. Ich wusste doch, dass mir das bekannt vorkommt. Das Dark Souls. Okay, das ist bei deinem Lager auch. Aber dass das so krass Unterschied ist. Ich meine, das sind 49 Tage und hier drüben sind es 1,1 Jahre, ja. Deswegen habe ich jetzt alles, was ich habe, hier rüber gebracht. Und ich habe mich halt immer gewundert, warum halt, ich bin nicht so oft in Vintage Story Online, aber dennoch hatte ich mir immer das Gefühl, dass das extrem schnell alles kaputt ist. Ja. Bei Tarquinius ist das auch, sagt er gerade. Okay. Na gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Da brauche ich mir darüber keine weiteren Gedanken machen.
So, ich würde sagen, es ist soweit. Ich werde mal die neue Filamentrolle einfutteln. Ich glaube, das werdet ihr nicht wirklich sehen. Mal schauen. Ich beeile mich. So, ich muss jetzt den Zeitpunkt abwarten, wo halt quasi das Loch frei ist, dass ich das Filament nachstopfen kann und dann der Extruder anfängt zu greifen. So, die Musik ist einschläfernd. Das ist Dark Souls. Wie kannst du sowas zu Dark Souls sagen? Gut, Filament ist jetzt drinne. War ein bisschen fummelig und ich hoffe, dass der... Es kann sein, dass der einen Layer ausgelassen hat. Aber so wie es aussieht, ja, läuft wieder.
So, gut. Ja, ich guck mal, warte mal, was haben wir denn hier noch? Wir sind jetzt bei 1 Stunde 49. Aber ich dachte, ich bin dafür da, dass ihr halt quasi, dass ich euch ins Bett quasi wiege. Was wird eigentlich gedruckt? Ich drucke für... Moment, ich hab's schon mal gedruckt. Ich hol's mal ganz kurz. Jetzt kann ich's nämlich zeigen. Moment. Und zwar ist das ein, Switch-Spielhalter. Ich kann ja mal ganz kurz in den Just Chatting switchen, da ist die Kamera ein bisschen größer. Das sieht so aus. Dann hast du halt vorne das Switch-Logo. Ja, das Nintendo Switch. Man kann das Switch-Logo nochmal extra separat drucken. Zum Beispiel in Rot und dann kann man das reinkleben. Das ist halt quasi so ein bisschen ausgelassen. Sieht man das? Ja, so sieht man das. Ist halt ein bisschen ausgelassen. Hat halt so eine geschwungene Form. Sieht so aus. Und dann kann man die Switch-Spiele so reinstellen. Und sieht dann von vorne, was halt quasi für Spiele da drin sind. Ich drucke aber noch einen zweiten, weil ja, der ist jetzt schon voll und drei müssen noch untergebracht werden. Und ich finde, die passen super, es hält super. Es sieht auch sehr, sehr gut aus, wenn mehrere Spiele nebeneinander da in dem Regal stehen, als wenn die halt alle so ineinander geklatscht sind. Und man braucht sie halt quasi einfach bloß von vorne dann halt rausnehmen und halt wieder so reinstecken. That's it. Und der druckt jetzt noch, glaube ich, 6 Stunden. Glaube ich. Müsste ich mal in den Browser gucken. Aber so, ich meine, 5 Stunden war insgesamt. Und ich glaube noch 4 Stunden. Wir haben ja jetzt schon fast 2 Stunden gestreamt. Also wahrscheinlich noch 3 Stunden oder sowas. Lass ich dann über die Nacht drucken. Weil, ja, macht sich besser. Prost! Ah, danke Gott Kaiser, das war der letzte Schluck aus der Flasche, Mensch. Dankeschön. So. Ich hatte ja gesagt, wir können ja hier unten bei unserem Keller, also ich hatte ja hier in der Schmiede nochmal den Keller angefangen gehabt. Da wollte ich ja nochmal weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal noch eine Reihe rausnehmen. Weil dort dann die Wände reinkommen. Ich werde es so machen, dass ich wieder eine Tür lasse. Dass ich nochmal eine Möglichkeit habe, um es dann zu erweitern. Aber ja, Bummeltri, du hast recht. Es kommen irgendwie gerade nur so... Oh, hier, Final Fantasy. Mal gucken. Ich habe in der letzten Zeit echt viel gedruckt, muss ich sagen. Ich habe für meine VR-Brille habe ich einen...
er hat ja eine Kiste. Unter anderem hatte ich mit dem alten Filament sowas noch gedruckt. Da kommt, der ist jetzt, der passt leider jetzt der Switch-Controller nicht rein. Kann man an die Wand machen. Und kommt dann der Xbox-Controller rein. Die habe ich aber abgemacht, weil die einzeln halt zu viel Platz wegnehmen und ich wollte die eigentlich übereinander machen. Deswegen habe ich einen neuen Halter gedruckt, der halt etwas mehr an den Controllern aufnehmen kann. Und zwar sieht er so aus. Der hat hier so Haken hier unten. Oben hat er Ösen. Das heißt, man kann die übereinander stacken und dann kommt halt einfach der Controller da rein. Dann kannst du schön an der Wand hängen und der liegt halt nirgendwo rum. Dann habe ich für die VR-Brille eine Wandhalterung gedruckt. Die sieht so aus. Das heißt, man macht die so an die Wand. Dann kann man die VR-Brille von oben so drauflegen und hängt dann quasi da drinnen. Alles klar, Horn Rabius. Danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis dahin. Bleib so schön. Schönen Abend. Tschüss. Ich habe noch einen Headset-Halter gedruckt. Kann man so an die Tischkante klemmen. Dann kann man quasi seine Kopfhörer oder sowas reinpacken. Dann habe ich noch einen neuen Lüfter-Bausatz gedruckt. Da ist auch schon der neue Lüfter drinne. Mit Potentiometer oder Potentiometer? Ja, Potentiometer. Für den 3D-Drucker selber. Ja, ein paar Sachen hat er halt quasi schon gemacht. Weil der Lüfter halt vom Drucker selber halt sehr, sehr laut ist. Habe ich halt angefangen, mal so Ersatzteile zu drucken. Ein paar Sachen habe ich auch schon selber in Fusion 3D designt, unter anderem für Spiele-Inlays, also für Tabletop-Games oder Board-Games, wie man sie auch nennt. Um halt so ein bisschen ein Sortiersystem reinzubringen, ne? Das macht schon Spaß, also selber sich was auszudenken und dann halt das zu drucken und dann zu sehen, wie das entsteht, was man halt dort selber, ja, gemacht hat, ja. Es ist schon ziemlich cool. Nimmt aber halt auch sehr viel Zeit in Anspruch, weil es nicht immer auf Anhieb klappt. Mit dem neuen 3D-Drucker ist es auf jeden Fall viel, viel entspannter. Ich muss nicht mehr so viel nachjustieren und machen und gucken, bis es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Das ist das, was ich wollte. Deswegen hatte ich immer damals auch gesagt, okay, gut, machst du mal. Holst du den neuen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen ist, aber das Angebot war auch viel zu verlockend, als dort Nein zu sagen. Und deswegen, naja. Wie das halt so ist. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. So, Bummeltrainer. Musik episch genug für dich? Achso, Gottkaiser, ich sehe gerade, du hast geschrieben, dass du noch sehnsüchtig auf das Update wartest. Allerdings, das same here. Ich warte auch schon sehr, sehr gespannt auf das Update. Ich habe halt, das habe ich vorhin schon gesagt, ich habe halt auch wieder voll Bock, neue Updates, Update-Videos zu machen. Die ganzen Sachen auszuprobieren, die es halt neu gibt und halt, oh, das macht immer so viel Spaß. Bummeltrede, gute Nacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, vielleicht bist du ja dann am Donnerstag wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut, bis dahin. Bleib so schön. Tschüss.
Der Stream ist heute generell im Gegenzug zum Chat etwas verzögert. Das ja, liegt aber am Twitch-Netzwerk. Naja, es werden wahrscheinlich die Stream-Ressourcen für millionenschwere Streamer bereitgehalten. Und für so einen Hans Wurst, der hier so mal einmal in der Woche mal streamt, dafür gibt es keine Ressourcen. Achso, die 14.8 meinst du? Achso, okay. Ja, müssen wir mal aufspielen. Aber der hatte ja nicht wirklich Neuigkeiten oder sowas. Der hatte bloß ein paar Bugfixes. Achso, okay. Nee, Pummeltrine, sorry. Dann habe ich nichts gesagt. Ah, ja, okay. Ich werde das Update einspielen. Ich glaube, die Mods müssten soweit alle durch sein. Ich weiß halt nicht, ob Ronan alle seine Mods schon durchprobiert hat. Ich werde das mal am Wochenende machen. Da habe ich ein bisschen Zeit für. So, die Musik war jetzt, glaube ich, ein bisschen... Dankeschön, Gott Kaiser. Ich muss aber erstmal Wasser holen. Ich muss erstmal Wasser holen und auch gleich mal Wasser wegbringen. Ich bin gleich wieder da. So, ich nehme auch Haltung an für den Gottkaiser. Und jetzt kann ich auch einen Schluck trinken. Prost, Dankeschön. Toll, jetzt mache ich mir einen Wasserring auf meinen Schreibtisch.
Ich habe meinen Schreibtisch irgendwann mal selber gebaut. Und habe das Holz nie behandelt. Was halt ein Fehler war. Weil, wenn ich Wasser, was hinstelle, was halt, naja, feucht ist oder so, oder nass ist, oder zum Beispiel eine Flasche aus dem Kühlschrank, wenn das Wasser daran kondensiert, dann mache ich mal Wasserringe auf den Dings, auf die Tischplatte. Das müsste ich demnächst mal abschleifen und vielleicht dann mal behandeln oder sowas. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren hier beim Keller, genau. Ich wollte... Ach ja, Mensch, das... Das wollte ich doch machen. Ich wollte doch die Ecken... wollte ich doch mit dem... Brickstones verkleiden. Ich wollte das doch nicht komplett alles in Dings machen. Ich glaube, Barefooted hatte noch nicht groß an ihrem Haus weitergebaut, weil sie suchtet jetzt aktuell ziemlich viel Vintage Story. Valheim, sorry, Valheim, wie komme ich denn schon mal... Mach. So. Die bösen Kinder, Gottkaiser, die bösen Kinder, die werden in den Keller gebracht. Sie hat Essen gekocht und dann Valheim entdeckt. Wie das halt so ist, ne? Valheim ist aber auch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Es macht generell nichts Neues. Also nichts, was man aus anderen Spielen nicht schon kennt. Aber die Kombination und das Verbinden von allen Elementen aus Survival-Koop-Spielen, den Rollenspielen, also quasi mit den Bosskämpfen und so weiter, ist halt ziemlich gut gemacht, halt ziemlich cool. Und dann halt auch das Wikinger-Setting, was halt auch noch nicht so verbraucht ist, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Zombie-Setting oder so. Ey, hier, was ist mit dem hier? Der will mein Haus? Wo habe ich denn eigentlich mein Schwert? Was ich mal gucken kann? Guck mal, ich habe nämlich jetzt hier schon wieder einiges an Punkten bekommen, ne? Survival. Da haben wir 3 Ability Points, die wir vergeben können. Da fehlt uns leider noch was. Das können wir nehmen, das haben wir ausgebaut. 1-1. On the road. Scout. Increase your movement speed by 5%. Soulbound bag. If you die, you do not lose the items in your... okay, gut, das brauche ich ja jetzt nicht zwingend, weil wir haben ja den Mod, den Grave Mod. Das heißt, ich würde sagen, ich nehme auf jeden Fall mal next tier increase your movement speed on pe- Also viel laufe ich halt auch nicht rum, also weiß ich nicht. Ich nehme das. Und, increase your health by 10% and additional 2% for each level at the survival skill maxed out. At. Kann ich, glaube ich, jetzt eh nicht nutzen. Das heißt, ich muss, was hat das? Requirement, wir nehmen das. Da haben wir die verballert. Und was haben wir hier noch? Combat? Swordsman? Okay, wir haben das Schwert ständig in der Hand. Deswegen werde ich Swordsman nehmen. Hier haben wir noch keine neuen Punkte hinzubekommen. Farming? 2.
Green Thumb. Was war denn der? Was war denn der? Warte mal, was war denn der? Der Skill, dass man mehr Saplings rausbekommt. Gibt's das als Skill? Beemaster, Composting, Beekeeper. Cultivated Seeds. If you plant seeds, the planted plant has a chance of 10% and additional 1% for each level at your farming skill to skip a Achso, okay. If you crop a planted in greenhouse, this ability will erase trigger and has a change to trigger again. Farmer 01. You will receive 40% more. Naja, unter Forestry, da bekommt man aber nur die Saplings. Ich meine Seeds. Ich glaube, ich habe Saplings gesagt. Ich meine Seeds. Also Samen für bestimmte Sachen, aber ich glaube, das gibt's gar nicht. Metalworking haben wir ein neues bekommen. Pottery und Cooking haben wir auch ein neues. Braucht Level 5. Und das hört sich gut an. Na gut, dann lassen wir das erstmal alles so. Dann haben wir uns so ein bisschen geskillt. Ein bisschen geskillt. Das habe ich mir auch so gedacht, weil jetzt ja schon sehr, sehr viele Sachen da hinzugekommen sind. Demeters Segen. Demeters Segen? Wo ist denn das? Ach, hier. Das hier. Increase the yield of gathered seeds by 5%. Ah! Okay, cool. Dann kann ich ja das nehmen. Dann kann ich ja gleich mal meine 2 Punkte verballern. Dankeschön. Dankeschön. Mit lustigen Ausschnitten von vergangenen Videos. Was meinst du mit lustigen Ausschnitten? Also was genau stellst du dir vor? Also was soll da rein? Habe ich heute eigentlich schon mal meine Tiere gegossen? Wir gehen mal Hühner füttern. Und wir werden die Sense mal noch mitnehmen. Wir werden mal noch das Gras, was auf dem Feld gewachsen ist, abernten. Das können wir an die Schweine verfüttern. Bekommen wir auch wieder ein paar neue Horsetails raus. Für Verbände und alles. Zack, 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 zack. Aber Gottkaiser, du hattest recht, ne? Ich war immer zu ungeduldig mit dem Sensen, ja. Ich habe immer rumgezappelt und deswegen ist das aber nichts geworden.
Oder ich musste dreimal deswegen ansetzen. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Aber jetzt, wenn ich halt quasi das so treffe und dann halt kurz noch warte und mich nicht bewege, dann funktioniert es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Macht schon viel aus. Gewusst wie, ne? Und so. ADHS, ja. Aber ich bin halt immer ein bisschen ungeduldig und unruhig. Zum Beispiel im Stream wackel ich ständig mit dem Bein. Also ich wippe die ganze Zeit mit dem Bein. Die ganze Zeit. Immer die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das nervös ist, aber eigentlich macht mir das halt das Stream ja überhaupt nichts mehr aus. Boah, das war die ersten Streams so von ganz früher, war ich immer so ein bisschen nervös. So. Und dann war, wenn da mal doch einer dazugekommen bin, oh, da war ich immer total aufgeregt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt total abgebrüht wäre oder so, aber, aber man nimmt halt die ganze Sache halt ein bisschen lockerer, ne? So, eins Küken. Ja, das stimmt. Das warst du. Das warst du. Damals habe ich, ich glaube, die ersten Sachen, die ich gestreamt habe mit größerem Publikum, war das Horrorspiel hier, Resident Evil. Prost, Takinius. Resident Evil 5 war das, glaube ich. Das war, genau, das war so toll. Hallo Schweinis. Wollen wir es nochmal probieren mit diesen, mit dem Ausdünnen? Generation 1. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was da an Musik läuft. Zwei Stunden 25. Muss ich mal runterspringen. Guild Wars 2. Guild Wars 2. Läuft jetzt gerade der Soundtrack. Das Hackebeil funktioniert so richtig nicht. Also habe ich das Gefühl, funktioniert bei Gen 1 nicht so richtig. Da brauche ich zu lange. Deswegen nehme ich das Schwert. Das hat dann doch ein bisschen mehr Damage bei der Generation 1. Aber so viel dürfte ich auch gar nicht mehr haben. Weil ich habe ja letztens schon mal ein bisschen ausgedünnt. Also als nächstes werde ich dann Generation 2 nehmen und rausholen. Das sind halt jetzt auch schon mal wesentlich mehr. Na, pass auf, ich kann dir das ja mal zeigen. Generation 2. Ja, Generation 2. Das war jetzt Vorführeffekt. Ah, das hat bei mir, beim letzten Mal hat das immer nicht funktioniert. Das hat immer nicht funktioniert. Generation 3. Guck mal, die haben sich alle hingelegt. Die tun so, als wenn sie tot wären. Bei dir klappt das fast immer, okay. Aber bei der Generation 1 hat es definitiv nicht geklappt. So, Generation 1, 2, Generation 3.
Okay, scheint ab 2 gut zu funktionieren. Na, das ist doch schon mal was. Oh, du bist schon bei Generation 9. Okay, das ist krass. Fleisch. Guck mal, das hier, was ist denn mit dem hier? Der hat keine Generation. Der hat nur eine Schadensstufe. Das könnte sein, dass er vielleicht Generation 1 ist. Ja, der ist Generation 1. Seht ihr? Hier, genau. Generation 1. Oh, da funktioniert das nicht bei dem. Oder der stirbt einfach gar nicht. Das ist dieses unbesiegbare Superschwein. Oh. Toll, jetzt hab ich aus Versehen das andere Schwein getroffen. Ab Generation 3 soll es immer klappen, sagst du, okay. Wie das Dalicht. Ich bin ja mal gespannt, wann Ronan seine Kühe reinbringt, wann der damit fertig ist. Das ist ja, scheint ja ein ziemlicher Aufwand zu sein. Aber ich glaube, jetzt ist er erstmal mit Valheim ausgelastet. Gut, ich lasse das jetzt erstmal. Oh ja, ich merke die 5%. Die merke ich schon. Bin voll schnell. Ja, das arme Schwein, das musste übelst leiden wegen mir. Pete Briggs. Ich habe ja auch übrigens hier mal angefangen. Beziehungsweise, das hatte ich schon gesagt gehabt. Ah, hier, guck mal, das können wir mal ändern noch. Warte, Moment. Charcoal, ein bisschen Charcoal, ne? Und zwar, ach, ich wollte einfach Hide rein. Ja, ich warte mal mit dem Ausdünnen, das mache ich später, weil ich muss das ganze Fleisch ja dann noch verarbeiten. Das schaffe ich aber heute nicht mehr, weil ich will jetzt langsam auch Schluss machen. Und es wäre schade, wenn das Fleisch dann halt verkommt, wisst ihr? Dann lieber halt erstmal noch ein bisschen warten und dann halt später ausdünnen. Ich will hier links hinten... Ich will hier noch eine kleine Gerberei dran machen. Also quasi hier einen Durchgang rein und dann halt nochmal einen kleinen Raum, wo so eine kleine Gerberei ist. Da brauche ich dann auf jeden Fall wieder ein Dach. ja, dann kann ich, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, also aktuell kriege ich ja immer mehr Felle und so weiter und Leder. Da kann ich dann anfangen, das schön mal zu verarbeiten. Das habe ich ja immer so ein bisschen... Ja, einsalzen muss ich es auch noch. Das meine ich damit mit verarbeiten, einsalzen. Aber ich muss das Salz erst noch alles noch mahlen. Das Salz, was ich dem Rudi bekommen habe, das ist noch in der Rohform. Das muss ich erst mahlen. Aber wie gesagt, das schaffe ich heute alles nicht. Ja, Gott Kaiser, dann ich danke dir mal wieder, dass du mit reingeschaut hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Erhol dich schön von mir und wir sehen uns dann auf dem Server oder halt woanders im Chat oder was auch immer. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Mach's gut bis dahin und bleib so schön. Tschüss. So, ich guck mal kurz nach dem Drucker, ob er auch ordentlich druckt. Aua! Ja, aber ich habe ja auch so viel Salzzeug, das kann ich immer verarbeiten.
Aber wie gesagt, ich will jetzt auch langsam Schluss machen und ins Bett gehen. Ich muss halt sehr, sehr zeitig wieder aufstehen. Ich muss sagen, der hat ziemlich viel Layer geschafft. Sieht man das? Da kann man schön zugucken, wie er Lage für Lage halt das Filament aufträgt. Das ist ganz total interessant. Total spannend. Na, für die 39 müsste ich noch Salz da haben. Und da ist er schon, der Tarquinius. Ich hab dich gesehen, brauchst dich nicht verstecken. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass da was fehlt. Danke. Ich hab gehofft, das fällt nicht auf. So, ich muss mal gucken. Also 64 habe ich auf jeden Fall noch. So, achso, wo ist denn der Eimer? Der ist hier. Oh, guck mal, ich habe schon wieder so viel. Achso, ja, ich wollte ja. Deswegen habe ich ja die zwei Kisten hier hingestellt, dass ich hier das Zeug reinpacken kann, was ich nicht brauche. Oder was hier unten reingehört. Ich jetzt aber aktuell nicht benötige. So, ich brauche erstmal nochmal eine Tonne. Ich mache die Tonne mal weg. Da ist zwar ein bisschen Brühe noch drin, aber scheiß drauf. So, erstmal ein bisschen schön mit Wasser füllen, ne? Dann kommt da 50 Salz rein. Nee, 25. 25, wie komme ich auf 50? Weiß ich nicht. Bei Fleisch brauche ich kein Wasser? Nee. Ach nee, ja, stimmt. Ja, Mensch. Ja, danke. ich habe das gerade verwechselt, weil ich habe letztens Pickled Soja Beans gemacht und war jetzt noch genau in diesem Ding drinne. Weil hier ist ja das Fleisch, was ich immer gemacht habe. Ach nee. Wie viel brauchte ich denn da? Ich glaube, oh, ich hatte das letztens im Kopf. Ich glaube, ich hatte 25, ne? Oder waren es 50? Zwei Salz, ein Fleisch. Okay. Wie viel habe ich jetzt drin? 25. So, dann machen wir das so. Zack. Achso, 64. Naja, ich habe es jetzt 60 zu 30 gemacht. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja hier noch Salz, da kann ich quasi hier die anderen 9 reinmachen. Gut.
Habe ich das? Aber warte mal, wir hatten ja nichts geerntet gehabt, was wir aussäen können. Aber Moment, das ist ja nicht so wild. Wir können ja trotzdem noch. So, Musik aber laut jetzt. Wir können ja trotzdem noch die Sojabohnen nochmal aussäen. Fällt mir gerade mal so auf. Warte mal, die sind hier hinten. Das ist, glaube ich, P, oder? Nee, warte mal. Sojabohnen waren. Ich habe schon 64 Sojabohnen. Ach ja, stimmt. Ich hatte ja welche gemacht. K. Da sind wir bei 34. Okay, das, hier sind wir voll. Hier können wir Sojabohnen aussäen. Mensch, haben wir ja voll was geschafft heute. Keller fertig gemacht. Ne? Das war's. Dumm rumgequatscht. Aber naja, dafür ist ja so ein Stream da. Zum dumm rumquatschen. So, wo ist. Wo? War der Tarquinius nicht gerade doch hier? Wo ist er hin? Ist er weggeglitscht? Habe ich die Tür da unten zugemacht? Ja, okay. Ich kann mal noch den Rest ein bisschen hier verteilen, dass wir wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Cobblestone. Stone Bricks. Ah ja, warte mal, guck mal, wir haben ja Charcoal in der Tasche. Da können wir ja gleich mal hier reinschreiben. Stone Brick. Oh. Ach so, das ist gut. Es hat sich viel getan, sage ich jetzt mal. Ohne es jetzt genau zu wissen. Dir zieht es die Knöpfe zu. Jawohl, Mitrine, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen und ja, wir sehen uns dann natürlich dann hoffentlich demnächst wieder. Mach's gut bis dahin und bleib so schön. Tschüss. Gut, da würde ich auch sagen, mache ich Schluss 20:30. Ich habe jetzt eh gerade nicht so die Idee, was ich jetzt noch machen könnte, also so jetzt groß irgendwas anfangen oder so, wäre ja eh Quatsch. Das Ausdünnen, das werden wir dann später nochmal, wie gesagt, machen. Entweder mache ich das in der Aufnahme oder ich mache das dann im Stream nächste Woche. Bone Meal hat man ja hier. Salz. Ein Turm mit Dach. Für die Mühle meinst du wahrscheinlich. Das wäre ja mal was, ne? Das wäre mal was Großartiges, was Grandioses. Grandioses. Das wäre ein Highlight hier auf diesem Kanal. Dächer. Ich wollte doch das, da fällt mir gerade ein, ich wollte das doch, ich wollte doch hier dieses Dings verfüttern. Das Gras. Warte, ich muss mal kurz noch eins nehmen. Weil 64 in diesen Trog reinpassen. Dass wir wenigstens zwei damit voll bekommen. So, das sind hoffentlich glückliche Schweine. Ach, wisst ihr, wo ich noch nicht geguckt habe? Bei meinen,
beim neuen ob es hier einen Neuzuwachs gibt oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, okay, nee. Die haben bloß Die fressen ja das ja auch, oder? Nee. Hat's leider auch nicht. Finde ich auch schade. haben leider kein Dach. Wir haben nur so eine Plane. Weißt du, vom Baumarkt geholt. So eine blaue. Die haben wir mit Schnüren über das Haus gezogen. Und an die Autos angebunden, an die Laternen oder an die Lichtmasten, ne? Damit es halt nicht ganz so dolle arg reinregnet. Ist halt immer ein bisschen blöd im Winter, weil die Wärme halt, die hält einfach nicht da drinne. Geht halt immer nach oben, aber nicht so wild. Wir haben halt sehr, sehr viele Heizstrahler. Die machen wir einfach an, ne? Die ziehen zwar dann 10.000 Watt, aber das ist nicht so schlimm. Denn wir produzieren unser Strom mit Kohle. Und das bauen wir auch alles mal selber an. Wir haben Charcoal, fällen Bäume und so, ne? Gibt nichts besser als Provisorium. Das ist richtig. Genau. Ich glaube, wenn es hier in Windelsäule eine Plane geben würde, würde ich einfach eine Plane über mein Dach ziehen. Und fertig. Über mein Haus. Und dann ist es fertig. So, meine lieben Freunde meines Kanals. Ich gehe mal hier aus dem Spiel raus. Ich gucke mal, wer noch online ist. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal. Es war schön, wieder mal, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich habe... Ne, ich verspreche lieber nichts. Es wurde mir ja letzte Woche schon gesagt, dass ich lieber nichts versprechen soll, was ich nicht halten kann. Ja, ich versuch's halt immer zu... Immer jeden Dienstag zu streamen, Windows Story. Aber manchmal ist es halt wirklich so, da kommst du halt von der Arbeit, ne? Und dann bist du so kaputt und hast halt keinen Bock so richtig, überhaupt irgendwas zu zocken. Und dann denke ich mir immer so, wieso sollte ich jetzt, also wenn ich jetzt anfange mit Stream, also soll ich ja, eigentlich ist es, da mache ich das ja, um die Leute zu unterhalten. Aber wenn ich mich nicht selbst begeistern oder unterhalten kann, dann kann ich das auch bei anderen einfach nicht machen. Das geht nicht. Und Stream soll ja auch ein bisschen Spaß machen und deswegen ist es halt, fällt es manchmal aus. Ist man halt zu müde oder was auch immer. ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach am Donnerstag wieder. Da gibt es auf jeden Fall Valheim. Da ist Barefooted mit dabei und mal gucken, wer da noch mit dabei ist. Vielleicht ist der Ronin wieder mit am Start. Jacke alias Björn alias... ein anderes Alias hat er ja nicht. Ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. 80% Jacke, genau. Ja, das stimmt. Aber naja. Ja. Gut, alles klar. Dann ich wünsch euch allen eine schöne gute Nacht. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin. Und bleibt so schön. Tschüss. Bye bye. Goodbye. Au revoir. Siloy. Mir fällt nichts weiter ein. Deswegen werde ich jetzt einfach hier mal auf diesen Knopf drücken. Tschüss.